Herzlich willkommen im Krone.tv-Studio. Ich freue mich jetzt auf ein Skype-Gespräch mit dem Mann, der immer noch die meisten Weltcupsiege in der zumindest bisherigen Geschichte des Skispringer-Zirkus zu verbuchen hat. Ich grüße ihn sehr herzlich am anderen Ende der Leitung. Servus, Gregor Schlierenzauer. Hallihallo, grüß euch. Begrüße dich. Wir spielen mit offenen Karten. Wir haben schon einmal versucht und haben vor einigen Tagen ein bisschen technische Schwierigkeiten gehabt. Umso mehr freue ich mich, dass du noch einmal Zeit für uns findest. Wo und wobei erreichen wir dich gerade? Sehr gerne, kein Problem. Also ich bin gerade in Seefeld mit der Mannschaft. Wir haben einen Trainingskurs, Sprungtrainingskurs. Wir springen in Stams, in Garmisch, in Innsbruck. Also da ist natürlich das da in Seefeld sensationell. Da ist man sehr flexibel. Und ja, ich bin da mehr oder weniger im Hotelzimmer. So, jetzt ist es ja, das ist mir schon bewusst, Aufgabe eines Journalisten, auch das eine oder andere kritisch zu beleuchten. Nur, wenn man so einen Streifzug durch deine jüngsten Wortmeldungen und Postings vollzieht, dann kommt man eigentlich zur uneingeschränkten Auffassung, du bist komplett in deiner Mitte. Also die ersten Trainingssessions scheinen gut verlaufen zu sein, die Augenoperation dürfte auch ganz gut verlaufen zu sein. Geht dir irgendwas ab momentan? Nein, ich fühle mich wirklich ganz gut. Also es war natürlich schon eine sehr herausfordernde Zeit, aber ich glaube für jeden von uns. Habe eben einmal eine Augenoperation gemacht, habe mich lasern lassen. Also das ist auch sensationell geworden. Freue mich den Durchblick zurzeit. Und ja, das Training ist sehr intensiv, sehr gut und versuche natürlich jetzt da wieder an die Weltspitze heranzukommen. Ja. Stichwort Augenoperation, das Auge funktioniert wieder zu 100%, du hast wieder deine volle Sehkraft zurück? Genau, ja, ich habe jetzt beide Augen lasern lassen die letzten Jahre, aber eben das rechte Auge nochmal dran und ja, sensationell funktioniert, auch in dem Fall nochmal ein Danke an die Ärzte und ich freue mich echt im Winter dann mit Flutlicht, wenn es wieder dunkel ist, bin ich schon gespannt sozusagen, wie das wirklich für mich ist. Das habe ich jetzt schon gemerkt, dass es immer ein bisschen mühsamer war bei den Flutlichtspringen, dass ich immer ein sehr helles Glas gebraucht habe, um wirklich alles zu sehen. Und ja, man wird nicht jünger. Ja, das hast du gesagt. Lass ich mal so stehen, ich bin nämlich deutlich älter als du, aber andere Diskussion, die führen wir vielleicht an anderer Stelle einmal. Fakt ist, dass du augenoperationsbedingtes Trainingsprogramm ein bisschen später aufnehmen hast können als deine Kollegen. Und nach den allerersten Sprüngen in diesem Sommer hast du gemeint, du hättest deine Droge zurück. Wie wörtlich darf man denn diese Wortspende nehmen? Wie abhängig, unter Anführungszeichen, bist du tatsächlich vom Skispringen? Ja, Skispringen ist natürlich schon nach wie vor irgendwo eine Extremsportart, wo man sehr viel Adrenalin immer wieder bekommt und speziell der Saisonabbruch mit dem Coronavirus war ja bei uns sehr abrupt und ja, dann war einmal 3 Monate kein Skispringen und das ist dann gar nicht so einfach. Der Körper gewöhnt sich dran und umso schöner ist es jetzt wieder zurück zu sein auf den Schanzen und mehr oder weniger eben die Droge Adrenalin wieder zu bekommen. Ja. Also ein Leben ohne Skispringen, um mich noch einmal auf dieses Wort Droge draufzusetzen, wäre im Moment nicht vorstellbar für dich? Absolut noch nicht. Ne? Also mir macht nach wie vor riesen Spaß, bin sehr motiviert und habe nach wie vor das Ziel, nochmal mit zurückzubeißen. Und ja, es ist einfach eine schöne und eine tolle Sportart, die was genial ist. Diese Gefühle, was man erleben darf in der Luft, wenn jetzt ein Sprung oder ein Flug funktioniert, der ist unbeschreiblich und ja, der macht natürlich auch ein bisschen süchtig. Ich musste natürlich auch noch auf die Corona-Zeit ansprechen. So lange liegt diese ja noch nicht zurück. Und man hat schon auch vernommen, dass du aus Spitzensportler-Sicht heraus argumentiert hast und gemeint hast, so einfach ist es gar nicht, wenn es plötzlich gar kein straffes Zeitkorsett mehr gibt, in das man traditionellerweise sozusagen gepfercht wird. Wie herausfordernd ist es tatsächlich, wenn man eben von heute auf morgen nicht mehr diesen durchstrukturierten Tagesablauf hat, wo sich alles eben dieser Droge unterordnet? Ist das eine mentale Herausforderung? Absolut, ja. Es ist eine mentale Herausforderung, wenn man dann allein zu Hause sitzt, da lernt man sich immer besser kennen. Natürlich hat man dann einmal eine Zeit, wo es ein bisschen herausfordernd ist, wo es schwieriger ist, aber man schätzt sich selber wieder mehr, man schätzt auch die Umgebung, wo man sein darf, man schätzt Österreich, wo man sein kann und ja, man hat viel oder mehr Zeit zum Denken. Es ist natürlich auch schon
ist ganz was anderes. Normal ist der Tag relativ gut durchstrukturiert bei uns Spitzensportlern. Und wenn er natürlich von heute auf morgen wegfällt, dann kann das schon einmal herausfordernd sein. Ne? Welche Gegenstrategien gibt es in diesem Zusammenhang? Mir fällt da als sehr drastisches Beispiel immer der Rio Ferdinand ein, der ehemalige Kapitän von Manchester United, der gesagt hat, zu unabhängig davon, dass seine Frau auch noch verstorben ist, also der hat noch einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen müssen, aber unabhängig davon wusste er nach Karriereende nicht, wie buche ich ein Zugticket, wie gehe ich zum Arzt, wie gehe ich einkaufen. Das waren alles Erfahrungen, die er neu machen hat müssen, weil ihm das während seiner Profikarriere alles abgenommen wurde. Ich weiß nicht, ob es so extrem bei dir ist, aber kannst du dich mit diesen Schilderungen auseinandersetzen oder anfreunden? Kannst du dem was abgewinnen? Ja, man muss natürlich immer die Geschichte von jedem Einzelnen ein bisschen betrachten. Aber natürlich, manche Sportler machen nebenzu Ausbildungen. Es hat sich jetzt bei mir soweit noch nicht wirklich ergeben. Wir haben jetzt im September angefangen mit einer Ausbildung. Also die Strategie ist natürlich immer recht gut, wenn man sich nicht nur auf den Sport konzentriert, sondern eben auch daneben einfach auf den Kopf was hat, wo man eine Aufgabe hat. Der Mensch braucht eine Aufgabe und wenn die natürlich speziell in solchen Krisenzeiten oder Extremsituationen wie der Pandemie einfach von heute auf morgen weg ist, dann fällt einem auf, dass der Tag sehr, sehr lang sein kann. Das ist klar. Natürlich wird im Spitzensport auch einiges abgenommen. Das würde ich schon ehrlicherweise zugeben. Es ist alles sehr durchstrukturiert, aber das ist halt dann auch ein Ding, den man halt Schritt für Schritt lernt. Und wie es der Marcel Hirscher vielleicht letztes Jahr gesagt hat, man gibt dir da nicht einen Job oder einen Beruf auf, sondern eigentlich bis dahin sein Lebensende. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass da ein oder andere das Problem haben. Ich selber habe das auch ein bisschen gehabt, schon einmal diese Sinnkrise. Aber mittlerweile, sage ich mal, bin ich wieder recht gut im Balance und versuche mir meine Aufgaben zu haben, auch neben dem Spitzensport. Über diese Sinnkrise werden wir vielleicht in ein, zwei Sätzen auch noch zu sprechen kommen, zumal die ja auch dokumentiert wurde und du gesagt hast, du hast dich auch während der Corona-Zeit mit anderen Sportdokumentationen befasst. Aber ich mag noch einmal auf das Phänomen, sich eine Aufgabe zu suchen, zurückkommen. Denn du interpretierst das ja auch so oder dergestalt, dass du dich ins Immobiliengeschäft stürzen willst, unter Anführungszeichen. Was hat es denn damit auf sich? Naja, ganz so extrem würde ich es noch nicht sagen, aber es ist schon ein Thema, was mich immer abseits des Sports interessiert hat. Also Architektur, Design, Immobilien, das sind schon so Dinge, Fotografie, das spielt alles ein bisschen in diese Richtung, wo ich glaube, dass mich schon auch nach meiner Karriere erfüllen kann. Und ja, habe mich da jetzt ein bisschen umgeschaut und werde jetzt versuchen, im September eine Ausbildung zu starten, ganz normal ein Basissegment in diese Richtung am Wifi. Und natürlich ist es immer wieder eine Herausforderung auf dem Zeitmanagement her. Ich bin nach wie vor Sportler, Vollprofi und möchte das professionell natürlich durchziehen. Aber diese Slots, was ich immer wieder frei habe, die möchte ich jetzt schon auch sinnvoll nutzen, um für mich persönlich was anderes neben dem Sport aufzubauen. Spannender Zugang. Eine Art, dir die Zeit zu vertreiben während Corona war, das sagst du ja selbst, dir diverse Sportdokus zu Gemüte zu führen. Über Pep Guardiola, über Mourinho, über Toni Kroos. Das sind de facto alles Nachahmer von Gregor Schlierenzauer, der seine Doku ja schon vor Jahren präsentiert hat, oder? Oh, Nachahmer würde ich nicht sagen, aber es ist schon immer wieder schön auch für mich zu sehen oder mehr oder weniger unter Sportlerkollegen zu sehen, wie die Karriere gestaltet haben, was da alles so passiert ist, die Geschichte von demjenigen oder eben der Weg zum Ziel. Es hat mich schon sehr beeindruckt, die Michael Jordan Dokumentation und als Spitzensportler hat man doch einige Parallelen, die man immer wieder erkannt. Jeder hat seinen eigenen Weg, aber doch sind dann immer wieder so Streifschüsse, die was halt einfach auch recht ähnlich sein, sage ich mal. Und das gibt einem dann auch immer wieder Motivation. Und jetzt können wir ganz kurz die Kurve kriegen, so dass ich es rausbringe zu deiner Dokumentation und zu deiner Sinnkrise, die du selbst schon thematisiert hast. Hat es ähnliche Avancen in dieser Richtung seither noch einmal gegeben oder bist du, seit es eben diese Sinnkrise gegeben hat, vor ein paar Jahren völlig in deiner Mitte und zu 100% von dem überzeugt, was du tust, nämlich hauptsächlich Skispringen? Naja, völlig in der Mitte würde ich es jetzt auch nicht sagen. Also es hat jeder Potenzial und jeder darf sich weiterentwickeln. Und von dem her ist das bei mir natürlich auch nach wie vor der Fall.
Bei mir waren natürlich einige Dinge sind zusammengekommen zu der Zeit. Ich bin nach wie vor oder war zu der Zeit sehr jung, hab im Sport sehr viel erreicht. Und ja, habe mir einfach die Sinnkrise gestellt, ist es überhaupt generell noch für mich reizvoll, den Weg weiterzugehen. Und bin ein bisschen in ein Loch hineingefallen. Es hat dann auch ein bisschen Probleme im Privat gegeben. Und so ist halt eins zum anderen gekommen, wo ich dann einfach eine herausfordernde Zeit gehabt habe, wo ich dann auch Hilfe in Anspruch genommen habe, professionelle Hilfe. Und ja, seitdem versuche ich mich weiterzuentwickeln und meinen Weg nach wie vor zu gehen, mich nicht abbringen zu lassen. Aber natürlich auch nicht immer durch die Wand durch mit Scheuklappen, sondern auch eine gewisse Offenheit zu haben. Würdest du so eine schwierige Phase, nämlich, um das Wort jetzt noch einmal zu strapazieren, eine Sinnkrise, jetzt noch einmal filmisch dokumentieren lassen? Da ist ja das Kamerateam bis ins Allerheiligste vorgedrungen. Du hast ja de facto alles von dir preisgegeben. Ja, das war natürlich zu der Zeit schon ein Thema, was ich mir auch gestellt habe. Will ich so viel preisgeben? Es sind ja doch sehr intime Sequenzen dabei gewesen. Und um die Frage zu beantworten, absolut, weil ich ja auch irgendwo meine Gefühle oder beziehungsweise meinen Weg, meine Geschichte ja sehr gerne mit anderen Leuten teile. Und man muss dann schon die Kirche im Dorf lassen, so extrem oder so schlimm, wie es bei mir ist. Dort erwischt es andere ganz, ganz hart. Oder eben, wie du davor schon gesagt hast, wenn man Schicksalsschläge hat, das ist ja dann im Leben viel, viel extremer. Trotzdem. Worauf arbeitest du denn mittelfristig hin? Ich weiß schon, laut jüngster Aussendung geht es jetzt einmal primär dazu, Mechanismen einzuschleifen, so heißt es darin, und sich ans Limit heranzutasten. Jetzt weißt du aber, wie wir Journalisten gestrickt sind. Wir hätten ganz gerne ein bisschen was Greifbareres, was Substanzielleres. Worauf arbeitet man als Gregor Schlierenzauer als Rekordsieger oder als Rekordsieghalter noch hin? Es kann wohl nur ein weiterer Rekord sein oder eine olympische Goldmedaille, oder? Naja, ich würde es schon sagen, dass das Ziel jetzt einfach mal ist, wieder ganz nach oben zu kommen, mit einem Podest und wieder springen zu gewinnen. Das ist mein Ziel. Ob es mir gelingt, sei in den Sternen. Aber das ist sicher jetzt das kurzfristige Ziel, was ich im Kopf habe. Platz 20 in der abgelaufenen Saison mit einem durchaus starken Beginn und dann, sagen wir mal, einem mittelmäßigen Ende. Hat dich retrospektiv betrachtet wie zufrieden gestimmt oder gibt dir mit Blick Richtung Zukunft wie viel Auftrieb? Naja, schon. Recht viel Auftrieb und auch Bestätigung, dass ich am richtigen Weg bin. Skispringen ist ja doch ein sehr komplexer Sportart und hochkoordinative Sportart, wo gewisse Mechanismen einfach zusammenpassen müssen. Und das habe ich jahrelang intuitiv und mit meinem Können sehr gut gemacht. Habe natürlich auch ein gewisses Glück gehabt. Das Material hat sich sehr stark verändert. Und das ist halt eine stetige Weiterentwicklung in dem Sport. Und in den letzten Jahren ist mir halt weniger oft gelungen, genau on top zu sein oder genau das Richtige, das Wesentliche umzusetzen. Und die letzte Saison habe ich immer wieder meine Highlights gehabt, wo ich ganz knapp vom Podest gestreift bin, wo ich auch wieder Chancenrekorde gesprungen bin, aber auch dann wieder ganz in die andere Richtung keine zweiten Durchgänge gehabt habe. Also es ist nach wie vor schon noch in einer Phase, wo ich sage, ich habe mein Potenzial, es bestätigt sich auch immer wieder, dass ich am richtigen Weg bin, aber es ist natürlich noch nicht so, dass ich die letzte Stufe erklommen habe. Wenn alles nach Plan läuft, dann gibt es ja nächstes Jahr mit der WM in Oberstdorf ein Großereignis. Ich würde jetzt noch gar nicht auf deine sportlichen Ziele ansprechen, sondern dich eher danach fragen, wie zuversichtlich du denn bist, dass es dieses Großereignis tatsächlich geben wird. Nämlich vor dem Hintergrund, dass Stichwort Corona die Welt ja gerade schon wieder in einem etwas labileren Zustand zu sein scheint. Beobachtest du solche Entwicklungen? Machst du dir da Gedanken oder sagst du, ich kann es eh nicht ändern, ich konzentriere mich aufs Sportliche? Nein, natürlich beobachte ich das schon, weil es ja doch jeden von uns betrifft. Und ja, es wird sicher sehr spannend für uns Wintersportler. Das hat man jetzt im Sommer gesehen, für die Sommersportler, dass sie doch sehr lang gestanden sind. Und ja, hoffen wir mal nicht, dass es so extrem wird im Winter, aber das weiß im Endeffekt keiner. Wenn Skispringen zustande kommt, dann glaube ich eher die Highlights wie Weltmeisterschaften oder für Chancen noch nicht. Aber wie gesagt, man wird das sehen und ich bin wirklich sehr gespannt und hoffe natürlich auf einen
halbwegs normalen Terminkalender. Ja. Das hoffen wir natürlich alle auch schon aus Eigeninteresse heraus, damit wir Journalisten eine Hocken haben. Ein wie politisch interessierter Mensch bist du denn eigentlich? Oder bist du vielleicht durch diese Corona-Krise geworden? Wie nahe warst du am politisch aktuellen Geschehen dran? Na, ich habe schon immer wieder mich versucht zu informieren. Und wenn natürlich solche Extremzeiten sein, kommt man ja fast gar nicht mehr aus, nicht hinzuhören oder nicht hinzuschauen. Von dem her, ja, beobachte ich das natürlich schon auch. Dann kehren wir wieder zurück zum Sportlichen und zu dem Umstand, dass du seit gut einem halben Jahr mit deinem Mentor Werner Schuster wieder vereint bist, sozusagen. Erstens, wie verläuft die Zusammenarbeit konkret? Und zweitens, wie verläuft die Zusammenarbeit auch mit Cheftrainer Andi Witthölzl? Wie darf man sich das vorstellen? Ah, es harmoniert sehr gut. Also es war für mich sehr wichtig, wie du richtig gesagt hast, mit meinem Berater oder Mentor Werner Schuster wieder zusammenzuarbeiten. Es hat letztes Jahr gut angefangen und der Weg geht weiter. Also er unterstützt mich da in verschiedenen Teilbereichen, dass ich einfach den letzten Schritt wieder an die Weltspitze schaffen kann. Nationalteam mit dem neuen Cheftrainer ist für mich auch sehr gut. Der Andi ist ja der erste Cheftrainer für mich, mit dem ich zusammen auch Ski gesprungen bin. Also von dem her eine ganz interessante Konstellation, aber sehr positiv. Und ja, ich habe das Gefühl, dass das ganze Trainerteam sehr bemüht ist und auf jeden Fall alles dafür gibt, dass wir einzelne erfolgreich sein können. Ich weiß schon, das ist immer ein bisschen schwer zu bemessen und zu beziffern. Jetzt sind wir aber wieder beim Thema, dass wir Journalisten ganz gern was Greifbares hätten. Deswegen versuche ich so ein bisschen durch die Hintertür. Bei wie viel Prozent deines Leistungsvermögens bist du denn aktuell? Anders gefragt, was geht denn da noch alles? Ein Prozentrechnen war immer schon schlecht. Die meisten Journalisten auch, deswegen geben sie es immer an die Interviewpartner ab. Ich würde sagen, es ist immer eine Frage der letzten Umsetzung, dass eben genau diese Teilbereiche und die wesentlichen Bereiche, wo es zurzeit Skispringen ausmacht, dass die einfach stimmen. Und da ist bei mir natürlich immer wieder ein bisschen Potenzial am Schanzentisch, dass der Druck von der Absprungrichtung genau stimmt und natürlich auch in der Flugphase weniger Geschwindigkeit verloren geht. Also diese Teilbereiche müssen besser werden. Im Prozent ist es schwer zu sagen, aber wenn man es in Platzierungen sieht, dann sage ich einmal, wo ich aufgehört habe, um den 12. bis 8. Platz da stehe und ja, um den letzten Schritt wieder ganz nach vorne zu machen, eben müssen die Teilbereiche besser werden und man braucht so wie immer ein gewisses Glück. Also, wenn es dir irgendwie hilft, ich werde natürlich jetzt schon kräftig die Daumen drücken, dass das alles so aufgeht, wie du dir das vorstellst. Ich mag dich zum Abschluss noch auf einen sehr interessanten Aspekt ansprechen, den du im jüngsten Krone-Interview selbst zum Thema gemacht hast oder aufpoppen hast lassen, nämlich den Umstand, dass du auf Tinder aktiv bist. Was tut sich denn aktuell auf Tinder? Gib einen Status-Update. Ja, also um das abzukürzen, ich bin nach wie vor Single. Ja, ich bin auf Tinder und ich finde das jetzt gar nicht so schlimm, aber ich stress mich da auch nicht. Bin da recht offen und schauen wir mal, wie sich so alles ergibt. Wollen wir Bewerbungsschreiben entgegennehmen? Ja, ich bin jetzt schon alt genug, dass ich mir das selber dann irgendwie ausmache und spüre, also von dem her. Was jetzt natürlich in der Corona-Zeit gar nicht so einfach, wenn man immer alleine ist zu Hause, aber genau an die Zeiten wächst man und versucht man sich halt auch selber weiterzuentwickeln. Vielleicht noch ein bisschen einen ernsten Hintergrund zu dieser Frage. So einfach eine Beziehung in dein berufliches Leben zu integrieren, ist das wahrscheinlich gar nicht, kann ich mir vorstellen, oder? Naja, wenn es passt, dann passt. Also natürlich bin ich schon ein Mensch, der was dem Sport nach wie vor sehr, sehr viel unterordnet und ja, beinhart seinen Weg gehen muss wahrscheinlich. Von dem her bleibt weniger Zeit im privaten oder im Sozialleben. Aber es ist schon ein Aspekt, den was ich jetzt mit meinem Alter immer mehr und mehr zu schätzen weiß. Auch mit meiner Geschichte natürlich ist es gar nicht so einfach. Aber ja, ich versuche mich offen zu halten, dass ich soziale Kontakte habe, dass ich nicht nur mit Familie im Weg bin, sondern auch mit Freunden. Und ja, und wenn dann die Partnerin sich dann auch einmal ergibt, man kann sie eh nicht planen, dann wird die Zeit auch reif sein. Also von dem her lasse ich mich nicht stressen, ich bin offen und schauen wir mal, was das einmal so bringt.
Tu das. Wir wünschen natürlich alles Gute, dass die Zeit heute bald reif wird oder wann sie reif werden soll. Soll sie reif sein. Jedenfalls alles Gute, vor allem einmal in sportlicher Hinsicht. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Danke für deine ehrlichen Worte und offenen Einblicke, die du uns da gewährt hast. Danke, Gregor Schlierenzauer. Liebe Grüße. Dankeschön. Gerne. Alles Gute.